Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie wirken die Sternen und Sternbilder heute am 16. August 2017? Mond bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Zwillingen und hat eine abnehmende Mondphase. Eine abnehmende Mondphase eignet sich immer dazu, von etwas verabschieden, bereinigen, loslassen, trennen oder kündigen. All das, was uns belastet. In diesem Bereich wirkt gerade Fortuna das große Glück und darüber habe ich heute eine Aufnahme, die tägliche Glücksenergie und das passt genau für die Zwillingsgeborenen. Also das Glück ist da, aber die Zwillingsgeborenen sollen etwas noch beachten. Die alten arabischen Astrologen haben die Mondbewegung beobachtet und die Tage beschrieben. Und sie erzählen für den heutigen Tag, es ist eine langsame Bewegung, aber wir sollen noch etwas klar und deutlich erkennen, etwas überprüfen oder noch geduldig zu sein. Und das passt momentan auch für die Zwillingsgeborenen. In diesem Bereich, wo sich die Mond befindet, ist die goldenen Tor die Ekliptik. Und das ist wie eine Kreuzung in unserem Leben, in unserem Lebensweg. Hier sollen wir etwas anhalten, überlegen, in welchen Richtung soll es weitergehen. Sollen wir nach links, nach geradeaus oder nach rechts abbiegen? Und genau in diesem Energie befinden sich besonders die Zwillingsgeborenen und sie treffen gerade wichtige Entscheidungen, besonders was die berufliche Situation betrifft. In diesem Bereich, wo sich die Mond bewegt, wirkt der königliche Stern Aldebaran. Die alten persischen Astronomen etwa vor 5000 Jahren haben Aldebaran als königlichen Stern bezeichnet. Damals symbolisierte dieser Stern Aldebaran die östliche Himmelsrichtung. Und dieser Aldebaran ist ein Stern im Tierkreiszeichen Stier, das ist die linke Auge des Stieres, aber wirkt im Bereich Tierkreiszeichen Zwillinge, genau in die Bereich, wo heute die Mond bewegt sich. Und wirkt auf uns alle, aber besonders auf die Zwillingsgeborenen. Es ist nicht nur ein Glücksstern, sondern sagt auch, die Augen offen halten. Wir brauchen die Klarheit, wir müssen klar und deutlich etwas sehen, etwas erkennen. Und es gilt besonders in die beruflichen Situation. Es ist nicht nur Aldebaran, was heute wirkt, sondern auch bei diesem goldenen Tor der Ekliptik, links und rechts sind die Hyaden und die Plejaden. Diese Hyaden und Plejaden sind Geschwister, die sind die Töchter von Atlas. Und diese Schwestern, die weinen, die haben Tränen. Und das haben wir auch. Die Frage ist nun, ist das die Tränen die Traurigkeit oder die Tränen die Lebensfreude? Und genau diesem Kreuzung stehen wir alle, aber besonders die Zwillingsgeborenen. Welche Richtung soll das gehen? Führt das zu Tränen oder führt das zu Lebensfreude? Und diese Entscheidungen treffen die Zwillingsgeborenen. Die haben das Glück, weil Fortuna beschenkt gerade die Zwillingsgeborenen, wie ich schon sagte. Das erzähle ich in meiner täglichen Glücksenergie. Aber die Zwillingsgeborenen sollen auf etwas achten. Und das sind die Gespräche. Und damit sind nicht nur die Zwillingsgeborenen betroffen, sondern auch die Fischengeborenen und auch die Jungfraugeborenen. Die sollen auf die Gespräche achten.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, was die Gespräche betrifft, bei Fischengeborenen, bei Jungfraugeborenen und bei Zwillingsgeborenen. Entweder jemand versucht, etwas vorzutäuschen und entspricht nicht die Wahrheit und es führt zu Enttäuschung. Also, die sollen achtsam sein auf die Informationen. Kann auch bedeuten, dass die warten auf eine Nachricht oder einen Termin oder einen Vertrag und es kommt noch nicht und sie fühlen sich enttäuscht. Kann auch bedeuten, wenn man zu viel erzählt zum anderen, dass sie versuchen, dann Stein im Weg zu legen oder sind neidisch oder kommen Hindernisse, Probleme. Und dann gilt dieses Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und das sollen sie beherzigen, die Fischengeborenen, die Jungfraugeborenen und die Zwillingsgeborenen. Wie trifft es die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Zwillingsgeborenen haben die Glück, beruflich etwas verändern, verbessern. Es ist zwar eine langsame Bewegung, aber sie sollen noch geduldig sein, auf den Gesprächen achten. Das kann zu Enttäuschungen führen. Lieber schweigen, aber die Glück ist da und ein beruflicher Aufstieg ist gerade möglich bei den Zwillingsgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist das wichtige Thema Freundschaften, Bekanntschaften, Liebe, Partnerschaft. Aber braucht man die Harmonie, die inneren Gleichgewicht. Wenn die Partnerschaft nicht mehr funktioniert, dann lieber die Entscheidung treffen und das beenden, weil das wäre eine Befreiung und dann kann etwas Neues entstehen. Kann auch bedeuten, dass es momentan wichtig ist, ein Gleichgewicht. Ein Gleichgewicht in die Liebe, Partnerschaft, auf anderen zuzugehen, zuhören, auf Gefühlen zeigen oder die Gefühlen von anderen wahrnehmen. Also braucht man eine Brücke. Und das erleben die Krebsgeborenen, aber auch die Steinbockgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen, sie fühlen sich momentan kraftlos. Auch die Löwengeborenen fühlen sich kraftlos und auch die Steinbockgeborenen fühlen sie sich kraftlos. Damit wieder die Kraft da ist, brauchen die Löwengeborenen einen Rückzug. Oder würde ich sogar eine Meditation empfehlen, weil das gibt die Kraft. Bei Steinbockgeborenen ist es anderes. Die brauchen die Lebensfreude, dass das wieder die Kraft da ist. Also die beiden Tierkreiszeichen fühlen sie sich kraftlos und sie sollen Klarheit, klar und deutlich erkennen, wo setzen sie ihren Kraft ein. Wenn das zu viel ist, dann kippt die Gleichgewicht und fühlen sie sich erschöpft und kraftlos. Was ein Ausgleich gibt bei den Löwengeborenen, ein Rückzug, die Ruhe, Meditation und was bei den Steinbockgeborenen Kraft gibt, das ist die Lebensfreude. Es ist wichtig auch zu erkennen, dass die Scheinbewegung, die Sonne, gerade bei Tierkreiszeichen Löwe befindet und erreicht die karmischen Knoten. Und es sind neue Aufgaben oder neue Möglichkeiten und das sollen die Löwengeborenen auch erkennen, klar und deutlich sehen. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist eine gewisse Spannung da. Sie sollen auf die Gespräche achten, sonst führt es zu Enttäuschungen. Entweder möchte jemand etwas vorzutäuschen und entspricht nicht die Wahrheit, oder ein Gespräch führt zu Missverständnissen und fühlt man sich auch enttäuscht, kann auch bedeuten, dass die Jungfraugeborenen auf eine Nachricht warten oder auf einen Termin oder auf einen Vertrag und es kommt noch nicht und fühlen sie sich dabei enttäuscht. Das ist eine gewisse Spannung da und da sollen die Jungfraugeborenen drauf achten. Auch ihren eigenen Meinung bewahren und es ist nicht einfach, das zu vermitteln,
andere von ihren Meinungen überzeugen, aber die Jungfrau-Geborenen brauchen gerade diese Kraft und brauchen auch diese Selbstbild oder diese eigenen Kraft, genau diese eigenen Kraft, sich zu behaupten gerade. Bei Tierkreiszeichen Waagegeborenen sind wichtig die Werte und auch die finanzielle Situation. Die Werte zu erkennen, Preise zu vergleichen, dann die Finanzen in Ordnung zu bringen. Und das eigene Selbstwertgefühl hängt schon mit Finanzen zusammen. Die Waagegeborenen fühlen sich gerade die Leichtigkeit, das kommt auch etwas in Form. Sie leben ihre Wünsche und Sehnsüchte, weil die Möglichkeiten, Chancen sind gerade da. Und in einer rechtlichen Lage sieht es ganz gut aus, gerade bei den Waagegeborenen. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist wichtig die Sicherheit und die Stabilität. Aber sie möchten das auch mal die Zuhause verlassen und möchten etwas in Bewegung setzen oder haben eine kleine Reise oder einen Besuch oder eine Einladung. Es bewegt sich etwas. Die Skorpiongeborenen fühlen sich ein bisschen noch unsicher, weil eine Nachricht lässt sich noch warten oder in die Liebe, Partnerschaft ist, fühlt sich momentan etwas unsicher an. Aber in die kommenden Tagen kommt etwas im Fluss und kommt die Bestätigung und fühlen sich die Skorpiongeborenen sich bestätigt. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig das innere Gleichgewicht. Sie haben Wünsche und Ziele und jetzt gibt's auch die Möglichkeiten. Wichtig ist aber die Augen öffnen, das zu erkennen und auch mutig zu sein und das in Bewegung setzen, das in Form zu bringen. Also nicht auf anderen hören, weil das bringt nur Unsicherheit und die Schützengeborenen verlieren die inneren Gleichgewicht. Lieber selbst die Entscheidungen treffen und ihre Möglichkeiten, Chancen bewusst wahrnehmen und auch aktiv sein. Und das kommt alles in Form. Haben auch Glück gerade. Wichtig ist das innere Gleichgewicht, die Ruhe bewahren, in Ruhe liegt die Kraft und nicht von anderen verunsichern lassen. Bei Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist wichtig Liebe, Partnerschaft, aber da braucht man das Gleichgewicht. Das ist so ähnlich wie bei Krebsgeborenen, wenn die Partnerschaft nicht mehr funktioniert, dann lieber beenden, Platz schaffen für etwas Neues, befreien davon. Also das sind die Entscheidungen gerade bei Steinbockgeborenen. Bei bestehenden Partnerschaft, was schön und angenehm ist, kann man noch etwas verbessern, wenn man auf anderen zugeht oder Gefühlen zeigt oder die Gefühle, die anderen wahrnimmt. Dann braucht man eine Brücke zu bauen, damit die Partnerschaft sich verbessert. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen fühlen sich zurzeit etwas kraftlos, was die Steinbockgeborenen Kraft gibt, das ist die Lebensfreude. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft und sie fühlen auch diese Leichtigkeit und Möglichkeit und Chancen haben auch. Hier in diesem Bereich bewegt sich unser Planet Erde und erreicht die absteigende Mondknoten gerade und es hat mit Vergangenheit etwas zu tun und es aktiviert etwas bei die Wassermanngeborenen. Das spüren wir auf unserem Planet Erde auch. Vergangenheit und man sucht etwas, ist noch von Vergangenheit da und man sucht die Gleichgewicht und sucht man neuen Wegen. Und das erleben sie, diese Energie, auch die Wassermanngeborenen, aber auch die Löwengeborenen, weil die hier in diesen beiden Tierkreiszeichen bewegt sich die Mondknoten, die absteigende und die aufsteigende Mondknoten. Und das hat mit Karma etwas zu tun. Vergangenheit und in Tierkreiszeichen Löwen bei die aufsteigende Mondknoten geht um die neuen Wege, neue Möglichkeiten. Und es trifft auch unseren Planet Erde gerade,
aber auch die Wassermann geboren. Etwas ist von der Vergangenheit da, vielleicht Erinnerungen, Begegnungen oder eine Person von der Vergangenheit sich meldet. Und hier trifft man auch Entscheidungen, was sollte man befestigen, was soll man pflegen von der Vergangenheit und was ist wichtig, verabschieden, loslassen. Und das sind die Entscheidungen, was auch gerade die Wassermann-Geborenen treffen. Bei Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist wichtig, auf ein Gespräch achten, weil das kann zu Enttäuschungen führen. Das, was ich Anfang erwähnt habe, damit sind die Jungfrau-Geborenen betroffen, die Zwillingsgeborenen, aber auch die Fischen-Geborenen. Entweder kommt eine Information und das ist eine Täuschung und entspricht nicht der Wahrheit. Dann kann auch bedeuten, wenn man unüberlegt etwas sagt, später führt das zu Enttäuschung. Kann auch bedeuten, dass man auf eine Nachricht wartet und es kommt noch nicht und deswegen fühlt man sich enttäuscht. Und damit verlieren die Fischengeborenen gerade das innere Gleichgewicht. Und das ist eine gewisse Spannung und Nervosität. Ein bisschen Geduld noch in die kommenden Tagen, kommt schon alles im Fluss und beruhigt sich das alles. Aber anderen Einflüsse gibt's auch bei die Fischengeborenen und das ist ein Reinigungsprozess, ein Heilungsprozess und das ist schön und angenehm. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist auch ein Reinigungsprozess gerade da. Die räumen auch etwas noch auf von Vergangenheit. Das sind auch noch Erinnerungen. Das sind natürlich auch schöne und gute Erinnerungen und das sollen wir bewahren, das pflegen, das aufrechterhalten. Aber es gibt auch andere Erinnerungen, das sind Belastungen und dann nicht aufhalten, sondern loslassen, verabschieden davon und die neue Möglichkeiten suchen und neue Wege zu suchen. Und das ist gerade der Prozess, was die Wiedergeborenen betrifft, weil die Wiedergeborenen befinden sich gerade in einer Wandlung. Bei den Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig, die berufliche Situation, die Sicherheit, die Stabilität, etwas beruflich in Bewegung setzen, etwas verändern beruflich und natürlich auch etwas verbessern in die beruflichen Lage. Entweder im Arbeitsplatz etwas verbessern oder neue Wege zu suchen. Und da eignet sich genau dieser Mondeinfluss, Entscheidungen zu treffen. Es ist zwar eine langsame Bewegung und wir sollen geduldig sein, wir sollen auch die Gespräche achten, dass es ja nicht zum Enttäuschung führt und überlegend sein, klug handeln und dann die Möglichkeiten, Chancen bewusst wahrnehmen, die Augen offen halten und das trifft auch die Stiergeborenen im beruflichen Umfeld. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.